Hallo und herzlich willkommen zu meinem letzten Video in diesem Jahr 2016. Ihr alle wisst, ich habe darüber ein Video gemacht, dass ich Ende Oktober, Anfang November eine sehr, sehr schwere Zeit hatte. Mir ging es körperlich sehr, sehr schlecht. Mir ging es seelisch sehr, sehr schlecht. Ich bin früh morgens, habe ich die Augen aufgemacht und habe gedacht, du kannst nicht. Du kannst nicht aufstehen, du schaffst diesen Tag nicht. Und so ging es mir halt wochenlang und ich wusste, ich musste was ändern. Dazu gab es auch ein kurzes kleines Video, wo ich euch ein bisschen drüber aufgeklärt habe. Dann habe ich ein, zwei Wochen Videopause gemacht, bevor es dann wieder losging. Und ich hatte auch angekündigt, dass es 2017 ab Januar hier anders laufen wird. Und wie es anders laufen wird, was jetzt hier geschehen wird, darum soll es in dem heutigen Video gehen. YouTube-technisch habe ich halt echt einen großen, großen Fehler gemacht. Und ja, das gestehe ich auch ein. Ich wollte Videos produzieren, die gut geklickt waren. Ich habe also geguckt, was wird bei anderen angesehen, habe das dann versucht auf meinem Kanal zu integrieren. Ich habe ganz, ganz viele Kooperationen gemacht. Ich habe einfach versucht, mich nach euch zu richten oder nach dem Zuschauer auf YouTube ganz allgemein und Content zu produzieren, die er mag. Und habe dabei außer Acht gelassen, dass das manchmal mir überhaupt nicht gefallen hat oder Spaß gemacht hat und es manchmal auch einfach viel zu viel war. Also für mich von der Arbeit her, aber auch so auf dem ganzen Kanal kam einfach viel zu viel auch online. Und ich habe mich dann geärgert, wenn ein Video, was mir halt viel Spaß gemacht hat oder was mir wichtig war, nicht so gut geklickt wurde. Und das ging so einfach nicht mehr. Also ich musste aufhören mit diesem Denken, das hat mich wahnsinnig gemacht und es hat mir einfach die ganze Freude an YouTube auch geraubt. Ich musste mich also irgendwie auf den Ursprung zurückbesinnen, denn es war ja nicht immer so. Und dann habe ich mal meinen Buchkanal angesehen. Und da achte ich überhaupt nicht drauf, was meine Abozahlen sind. Also ich habe da null Ahnung über Wachstum oder wie viele Leute weggehen. Ich überlege, auf diesem Kanal gucke ich manchmal mehrmals täglich auf meine Abozahl. Total bescheuert. Das mache ich auf dem Buchkanal überhaupt nicht. Ich gucke auch nicht darauf, wie viel Klicks ein Video bekommt oder so. Und ich mache thematisch das, worauf ich Bock habe. Also auf Buchkanälen ist es halt auch oft so, dass halt ganz viele Hauls gezeigt werden und Monatsrückblicke und Subvideos und all sowas. Und daran halte ich mich einfach gar nicht. Ich mache, worauf ich Bock habe. Wenn ich mal Bock auf ein Subvideo habe, mache ich das. Wenn ich Bock auf einen Monatsrückblick habe, mache ich das. Ich mache halt einfach nur, worauf ich Lust habe. Und das musste ich mir einfach für diesen Kanal als Vorlage, als Grundlage nehmen. Und deswegen werde ich das so ein bisschen mixen, könnte man sagen. Also vorrangig will ich natürlich nur noch das machen, worauf ich Lust habe. Andererseits möchte ich den Kanal ein bisschen ausdünnen. Das waren mir einfach viel zu viele Themen, die ich hier angeschnitten habe. Und ich möchte mehr Videos mit Mehrwert machen. Ich weiß, dass diese Videos nicht ganz so gut geklickt werden. Trotzdem ist mir das ganz, ganz wichtig. Denn selbst wenn ich damit nur 400 Menschen erreiche, bringt mich das und auch die 400 Menschen, die das Video gesehen haben, schon mal weiter. Auf der anderen Seite ist halt so dieses, ich mache unglaublich gerne diese DIY-Videos, aber die werden halt nicht ganz so gut geklickt. Deswegen werde ich die einfach aussondern. Also ich werde nach wie vor DIY machen, aber das wird es wirklich nur Facebook-exklusiv zu sehen geben. Also wenn ihr Fans meiner DIY-Videos seid, dann solltet ihr die Facebook-Seite liken, die ist immer unten in der Infobox verlinkt. Und diese Videos oder manchmal werden es dann auch wie nur so Bilderreihen, Bilderfolgen sein, die wird es dann wirklich nur auf Facebook zu sehen geben. Und ansonsten thematisch ist es jetzt so angedacht, dass mittwochs immer ein Vlog online kommt, weil ich das einfach super gerne mache. Und am Samstag gibt es dann ein Themenvideo. Entweder was in Richtung Kinder, aber es kann auch mal ein Frauen-Mama-Thema sein oder ganz allgemein zum Leben. Also ein Thema, wo ich einfach nur vor der Kamera sitze und mit euch rede. Mittwochs Vlogs, samstags Themenvideos. Es wird keine Hauls mehr geben, keine Favoritenvideos mehr geben. Also all das, was es halt auf den anderen Kanälen gibt. Tags werde ich auch nicht mehr machen. Sowas wird es alles hier nicht mehr geben. Wie gesagt, DIY nur noch auf Facebook, Mittwochs Vlog und Samstag Themenvideo. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare und wünsche euch jetzt einen guten Rutsch ins Jahr 2017 und wir sehen uns dann wieder. Bis dahin, tschüss!